Servus Nacktschnecken und willkommen bei diesem neuen Video. Schöne Grüße vom Gardasee. Der rollende Hippo, ich, ist wieder on the road. Ich habe hier mein neues Rennrad mit im Urlaub, ein Lapierre Sensium 500 Disc vom letzten Jahr. Und am vorletzten Tag unseres Urlaubs habe ich mir eine schöne Rennradtour überlegt. Ich bin in Torbole gestartet und fahre über Riva und Limone sul Garda nach oben zu der Brasa-Schlucht. Und so wie das hier aussieht, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Hier, das ist das neue Radl, Lapierre Sensium 500 Disc. Warum Disc? Also, ich bin ja vor 2 oder 3 Jahren in den Dolomiten damals mit meinem De Rosa gefahren, mit den normalen Felgenbremsen. Und da ich ja zu den schwergewichtigen Fahrern gehöre, ist mir oft passiert, dass die Felgen, wenn ich die Pässe runterfahre, einfach viel zu heiß werden. Und so ist mir der eine oder andere Schlauch explodiert. So habe ich mich jetzt für die Scheibenbremsen entschieden. Und ich muss sagen, ich kenne das ja vom Mountainbike. Ich bin auch auf dem Rennrad sehr glücklich damit. Ja, viele haben sich damit noch nicht angefreundet. Ich finde es super, gefällt mir. Thank you.
habe ich euch schon gesagt, dass ich wieder jeden Hamburger, scheiß auf Hamburger, ich esse ja kein Fleisch, aber jeden Veggie-Burger und jede Pizza spüre, die ich im Winter gegessen habe. War Bergabfahren ist einfacher. Bergauffahren tut weh, aber es macht süchtig. Und bei den Aussichten hier, es lohnt einfach. Wunderschön. Comune di Tremosine. Benvenuti. Ciao. Wieso habt ihr nur Berge hier, Leute? So Schnecken, jetzt fängt an, interessant zu sein. Mir gefällt, was ich sehe. Also ich finde es episch. Richtig episch. Garmin meint, dass ich mich nicht bewege.
Ich will mich verarschen. Hi. Episch. Hi. Ah, ich habe sogar Fans hier. Brrr. Heiß ist es. Ah, ich schwitze wie ein Schwein. Es geht nur bergauf. Aber geil. Wir können diese Giro und Tour de France, Guys, so schnell bergauf fahren. Da sind Tiere. Da sind keine Menschen. Okay. Wir wiegen ja keine 114 Kilo. Dieser Weg will einfach nicht aufhören. Dafür die Aussichten sind echt episch. Und da unten irgendwo bin ich gekommen. Jetzt fühle ich mich fertig, like a lion. Aber es ist schön. Hi. Oh, die Glücklichen. Oh. Ah. Ich sehe Zivilisation. Zivilisation. Ich rieche Wasser. Ich brauche Wasser. Oder Soda Lemon. Oder ein Bier. Uhu. Jewe. Ziel erreicht. Ich habe es geschafft, hier in Pieve nach oben anzukommen, und von hier hat man eine wunderschöne Aussicht. So, und jetzt mache ich mich wieder an die Abfahrt von Pieve Richtung Limone, Riva und Torbole.